Herr Kollege, ich habe mich jetzt zu Wort gemeldet, weil ich persönlich betroffen bin von dem, was Sie beschrieben haben. Ich bin sowas wie ein Kronjuwel der Integration. Ich bin nicht nur im Deutschen Bundestag, ich bin für die Verteidigung des Vaterlandes zuständig. Mein Kind ist blond. Ich habe zwei Pässe. Ich habe den iranischen Pass, den ich gar nicht abgeben kann, und ich habe den deutschen Pass. Und ich habe keinerlei Schwierigkeiten, das mit mir zu vereinbaren. Ich habe keinerlei Schwierigkeiten, loyal zu sein zu diesem Land. Ich sitze im Deutschen Bundestag und vertrete die Menschen in Deutschland. Ich gehe nach Hause und da gibt es Momente, wo ich halt eine andere Identität habe. Ich verstehe schlicht nicht, wie Sie darauf kommen, hier eine Loyalitätsparanoia aufzubauen, die ein einziges Merkmal von komplexen Persönlichkeiten herausgreift, um die Menschen genau darauf zu reduzieren. Sie werden einfach dem menschlichen Wesen damit nicht gerecht. Sie werden dem Dienst, den die Menschen in diesem Land auch mit mehreren Staatsangehörigkeiten leisten können, nicht gerecht. Und Sie werden vor allem der Loyalität von Hunderten, von Tausenden von Menschen, die in diesem Land schuften, Steuern zahlen etc. pp., einfach nicht gerecht. Die Menschen haben Pflichten, sie haben, sollten auch Rechte haben, die sie gleichstellen mit den anderen. Kollege Wellenreuther, wollen Sie reagieren? Bitte schön. Herr Kollege Nürnpur, ich beglückwünsche Sie sowohl zu Ihrer familiären als auch zu Ihrer staatsbürgerlichen Situation. Ich schließe die Aussprache.